So, was bist so. Du? Kann ich dich kaputt machen? Also, wie viele Hasen wolltest du haben? 20 oder 30? Morgen sind wir noch gar nicht richtig gelaufen, sehe ich gerade. Je mehr, desto besser. Also 30. Ich habe schon wieder nichts zu essen mitgenommen. Verdammt, warum vergesse ich das denn jedes Mal? Immer nur unter der Voraussetzung, dass der Martin noch sein kleines Büchlein lesen kann. Ich kann, hab das noch, ja. Das ist noch, läuft. Das schlaue Buch. Das schlaue Buch der, wie heißt es überhaupt? Fieselschweiflinge. Von den Fieselschweiflingen? Das schlaue Applelite Buch. Hortikultur. Hortikultur. Irgendwie sowas. Ah, kick an. Buch, das wollte ich gar nicht. Ein Grab. Ich nehme jetzt den Kürbis mit. Nur so als Wegzehrung. Ein Red Diamond. So, dann wollen wir mal. Weil ich glaube, das Schöne ist, wenn wir nämlich in diesen Höhlen sind, können wir nämlich, glaube ich, auch diese Hundeangriffe überspringen. Okay. Weil die dann nicht kommen können. In den Höhlen kommen, glaube ich, keine Hunde. Oh nein, das Spinnennest läuft rum. Ja, ja, diese riesige... die sieht übelst krass aus. Die ist ziemlich nah an unserem Lager, würde ich nur sagen. Geht am besten nicht nach Osten, nach Westen. Oh, hatte ich jetzt schon Angst, ey. Und ich wollte jetzt nach Westen gehen. Nee, ich bin im Osten. Achso. Ich hab schon wieder ein Inventar voller krabbelnder Hasen. Es wuselt in meinem Rucksack. Voller krabbelnder, verfaulender Hasen. Ja, die wollen sterben, glaube ich. Ja, bitte. Die schreien schon. Töte uns, bevor wir schlecht werden. So. Eins, zwei. Schon wieder 16 Hasen im Inventar. Alter, du hast doch gar nichts anderes im Inventar, ne? Nee, ich kill jetzt einfach mal 10 oder so. Wird schon kein Kram-Dings da kommen. Kram ja, an der Stelle. Sagt, demnächst werden wir sowieso keine mehr töten können. Ja, von daher. Ich richte jetzt an der Stelle noch einmal den Aufruf an die Zuschauer, bitte darüber zu entscheiden, ob wir in dieser Welt hier weiterspielen sollen und auf einige Vorzüge des Reign of Giant DLCs verzichten sollen. Oder ob wir das Ganze hier nochmal komplett neu starten sollen, damit wir alle Vorzüge dieses DLCs genießen können. Weil einige Sachen in der Welt, die sich verändern, die kriegt man halt nur, wenn die Welt neu generiert wird. Aber man muss ja also sagen, eine andere Frage, sollen wir in dieser sicheren Welt bleiben oder wollt ihr uns öfter sterben sehen? Neustart. Naja, wer hat das gesagt? Wir haben ziemlich viele gute Sachen hier in dieser Welt. Wir haben schon richtig was aufgebaut. Aber es gibt auch richtig coole Sachen, wenn wir neu starten. Ne? Neue Sachen. Vielleicht mal Beispiele von den Dingen, die wir jetzt hier höchstwahrscheinlich nicht mit drin haben. Das ist zum Beispiel Schnee und Eis. Also Eis, generell Eisgebiete. Oh, Eis. Die Zuschauer. Neu ist immer besser. Ja, genau. Und ich würde so gerne Eis essen. Ja genau, aber es könnte natürlich auch sein, dass wir das im Winter dann trotzdem machen können mit dem Eis. Mit dem Speiseeis. Ja, vielleicht ja nicht. Stell dir mal vor, das können wir nicht machen. Tja. Das ist ja ein Skandal. Das wäre nicht das Skandal. Ein Problem. Ich habe noch einen anderen Skandal. Ich brauche dringend Holz. Sonst ist hier gleich der Ofen aus. Schicht im Schacht. Mensch. Das wird immer witziger hier. Jetzt gehen hier gleich alle Lichter aus. Ich habe 26 Hasen dabei. Wo hast du die reingesteckt? Wunderbar. Schön. Ich hab schon 12 als Morsel und 14 sind noch im Inventar. Aber wir brauchen mehr Hasen, wenn wir die jetzt fast alle wieder als Jerky aufhängen und dann noch ganz viele machen müssen. Ja, warte mal. Hier ist schon mal das Morsel und dann gebe ich dir einfach mal noch 10 Hasen, die du killen kannst. Ne? Warte, so. Aber ein Feier gebildet. Was hast du, ein Feier gebildet? Gib dir einfach mal alle, du killst alle, du tötest ja nicht so viel, ne? Ich habe Feuer gemacht. Nee. Ich höre überall Spinnen um mich rumlaufen. Ich höre immer die ganzen so. Geräusche. haben wir was für das Feuer? Weil ja. Oh, die Nächte werden länger, ne? Ja, oh, stimmt. Tatsache. Dann müssen wir ganz schnell eine Höhle finden. Ah, so ein Vollmond im Winter ist schon richtig gut.
Ist doch gar nicht mehr Vollmond, oder? Doch, das wird nochmal Vollmond. Mindestens noch einmal. Sicher? Wir sind übrigens schon 53 Tage am Leben, wollte ich nur mal so sagen. Ich bin 50 Tage am Leben. Nicht schlecht. Ich finde, das ist schon eine gute Leistung eigentlich. Captain Yamato ist auch 53 Tage am Leben. Yay, 53 Tage. Cool. Das ist schon eine ziemlich gute Leistung, ey, wenn du mal so überlegst, wie knapp wir dem Tod manchmal entronnen sind. Ja, aber richtig knapp. Das eine Mal. Das war echt hart. Das war hart. Mit den Hunden, ne? Ja. Mhm. Wo du der Letzte warst. Wo schon alle tot waren. Oh Mann. Das möchte man nicht nochmal erleben. Er hat ja fast geklappt direkt beim ersten Mal. Ah, Spinne. Hey, will ich mich angreifen? Hey, warum? Ich habe gar nichts gemacht. Lass mich in Ruhe. Hässliches, garstiges Vieh. Garstiger Hobbit. Nein, geh weg. Komm schon, wer Tag? Der Tag, ja, bitte. Wer doch endlich Tag, verdammte Scheiße. Die letzten Sekunden. Mein Feuer. Da ist vorbei. Ach, Gott sei Dank. Gottes Willen. Mann. Das war knapp. Ja, allerdings. So, dann gehen wir mal nach Norden. Norden ist nämlich auch noch so eine Ecke, wo wir noch nicht gewesen sind hier. Also bin ich gerade am Rumstrummern so ein bisschen am Norden. Oh, ich habe neue Beefalo Biotop gefunden. Ich habe hier einen Marmorbaum gefunden. Alter, die haben ganz viele kleine Kinder. Oh, wie süß. So, nochmal 25 Hasen oder so? Ja. Okay. Die können wir aber nicht töten, ne? Also wir haben jetzt richtig 4 Punkte gesammelt. Ganz kleines Biotop nur. Aber das sind ganz, ganz viele kleine mit ganz vielen Kindern. Wow. Ganz viele Kinder. Ich sehe hier verfaulte Sachen. Wieso? Ist hier etwa schon jemand durchgekommen? Möglich? Oh, da oben geht's noch weiter. Krass. Hab ich hier in Hand? Nee. Wo ist meine Schaufel? Verdammt. Da. Sind noch ein paar Gräber. Oh Mann. Platz, wir müssen zuerst das Turkey-Dinner essen, wenn wir jetzt wieder hier am Kühlschrank sind. Ich hab noch. Ich will nur diese Diamanten hier, das ist ja nicht. Sollte der Captain Yamato nicht das Turkey-Dinner essen? Oder irgendjemand anderes? Für Sanity. Ja. Komisch. Irgendwie finde ich keine Höhlen so richtig. Keine Höhleneingänge. Ah, die sind nicht erst mit dem Visier gekommen, ne? Die waren schon vorher da, auf jeden Fall. Soll ich vielleicht nochmal nachgucken? Nee, das ist schon so. Das war ja im Singleplayer auch so, dass man da in die Höhlen konnte. Ohne DLC. Okay. Was ist das denn? Also, oh, ich hab einen Stöpsel gefunden. Also, du hast die Höhlen auch nicht ausgestellt, oder? Das wäre die nächste Frage. Habe ich sie vielleicht ausgestellt? Aber meiner Meinung nach nicht. Ich hatte ja in der ersten Folge, oder in der Folge, wo wir da neu angefangen hatten, eigentlich gezeigt, was ich eingestellt hatte. Und da war das meiner Meinung nach nicht dabei, dass ich da was geändert hätte. Kann man das nachgucken? Ja, kann man. Da müsste man jetzt das Spiel ausmachen. Da kann man das alles sehen, was ich eingestellt habe. Beim Server, bei den Server-Einstellungen. Wenn in der Folge ach, da bist du. Hast. Hallo. Ja, dann könnte er theoretisch... LOL, jetzt habe ich hier den Yamato gefunden. könnte er theoretisch auf YouTube... Soll ich dir einen Klick geben, ja? Ich weiß aber halt nicht, in welcher Folge das war. Das ist so ein bisschen das Problem. Ach so, nicht in der ersten gewesen? Nicht in der ersten. Es war irgendwo, nachdem wir gestorben waren, hatte ich das nochmal geändert. Aber das hat meiner Meinung nach, habe ich nur die Hunde runtergestellt. Okay. Und nichts anderes habe ich gemacht. Also ich bin sehr sicher, dass ich die Höhlen nicht ausgeschaltet habe. Ah. Schon merkwürdig. Also das Einzige, wo es noch sein könnte, ist halt unten bei diesem komischen Sumpflandschaft da links davon, wo die Killerbienen alle sind. Da gibt es noch einen großen Teil. Der sieht zumindest relativ groß aus. Vielleicht ja, aber gut, hier der Teil hier, der ist ja auch noch ziemlich groß. Ich meine, guck dir das ganze Gelände hier mal an. Also ich habe hier noch nicht wirklich was erforscht. Ne, ich bin eigentlich immer jetzt quasi komplett rum. Ja, komplett rum, aber mittendrin ist drin. Und du hast auch nach diesen komischen Steinen geguckt, die so anders aussehen. Ja. Ich habe hier alles, was komisch aussah, habe ich zerstört.
Hier, da ist noch ein Platz. Nee, ist, nee, Entschuldigung, war nur ein Busch. Mein Fehler. Hier, ich hab ihn. Nein. Ach nein. Er dachte, es wäre ein Höhleneingang dahinter, hinter dem Busch. Da der ist sein können. Busch, ja. Ah, hier ist ein komischer. Ah, den mache ich kaputt. Den mache ich kaputt. Oh, hier ist ein Grab. Warte mal, das ist noch nicht ausgehoben. Ari wollte ja noch Gears haben. Ich wollte Gears haben. Alle wollten Gears haben. Ich finde nur so einen komischen Ball und Cup hier. Ist hier Wasser in der Mitte? Das gibt's doch nicht. Oh, es wird schon wieder dunkel gleich. Ari hat schon letztes Mal Gears bekommen. Ja, stimmt. Wir wollten dich ja eigentlich auch mal upgraden. Ich erinnere mich. Und ja, ich habe auch nicht mehr volles Leben, ne? Ich weiß nicht, woran das liegt. Müsste ich mal gucken, ob es an dem DLC liegt. Wie dauerhaft gar nicht mehr, nicht mehr dauerhaft? Ja, genau, das ist oben schwarz abgegrenzt. Ich habe das bei mir auch. Ach so, ja? Ja. Liegt wahrscheinlich daran, dass das DLC jetzt drin ist und irgendwie. Ja, das würde ich gerne verbessern. Ich schau gerade auf der Map nochmal, ob ich es vielleicht übersehen habe, so eine Stelle. Sieht man das denn? Es gibt übrigens, es geht da auch immer noch weiter. Guck mal, wo wir das Steindings hatten, da geht's nochmal nach links oben. Wo das Steindings? Ja, da war ich aber schon. Da habe ich schon komplett eh mal abgesucht. Ach so, okay. Wie gesagt, dieser Teil hier, wo ich jetzt hier gerade, also wo wir gerade uns gerade getroffen haben, ist bei mir noch relativ, also da ist so ein ganz kleines in der Mitte ein bisschen Stücken nicht erforscht. Aber dann und dann nur noch da unten in der Ecke. Und der Rest habe ich eigentlich. Okay. Ari, deine Farm ist fertig. Ja, ich weiß. Lass sie einfach mal kurz. Ah, du kannst dieses Siesta-Dings da nicht in der Nacht benutzen. Ja, okay. Ja, es ist ja auch Siesta in der Nacht, ne? Ist ein bisschen komisch. Ja. Haben wir noch Holz? Heiz mit Kacke. ich hab grad keine. Oh, bin ein Roboter! Mann! So. Ja, mir bleibt jetzt eigentlich nur der Punkt da unten. Schauen wir doch mal auf die Map. Was haben wir denn hier noch? Also meistens habe ich auch festgestellt, sind die so eher an Wegen dran. Also nicht weniger so in der Natur, sondern vor allem so ein bisschen in der Nähe von so einem Weg. Also wir müssten vielleicht einfach nochmal die Wege nochmal abnehmen. Ari, hast du Holz? Hast du Kacke? Hast du irgendwas zum Feuern? Nein. Ich doch, auch doch. Nicht. Weil der Weg bei dem Sumpfbiom, der macht da ja auch nochmal so einen Knick nach unten auch. Naja, ich weiß. Da müsste, also da zum Beispiel in der Mitte halt, da wo der Weg so quasi lang ist, da habe ich noch gar nichts, also da ist bei mir noch schwarz. Und dann halt, was links von dem Weg ist, da wo diese Killerbienen sind, da ist noch ein großer Teil, der bei mir auch schwarz ist. Aber sonst bin ich echt... Würdet ihr euch mit Aufsuchen vielleicht beeilen? Ich habe gerade unser Essen einmal durch. Na super. Na dann, du gehst, ich gehe nach unten, also da unten hin und du gehst da, wo die Killerbienen sind. Okay. Du gehst zu den Bienen, sagen wir das ist so. Da bei den Bienen war ich schon. Na ja, welches? Ganz links unten in der Ecke? Achso, nee, okay. Ja, ist ich ja glaube, gut. Du bist noch nicht so weit gelaufen. Ist wie ja... Wie ja, ist ja. Na, ich bin schon ein Stück gelaufen. Ja red's hier ruhig ein. Boah, die Karte ist ja riesig. Da, hinter. Ah, warum seid ihr hier? Ach, ich erinnere mich da an was. Ein Zuschauer hatte bei mir in einer Folge was Lustiges runtergeschrieben in Bezug auf die Hände. Und zwar, was hat er geschrieben? Eine milde kleine Spende für böse schwarze Hände. Das fand ich so witzig, da habe ich dann irgendwie geschrieben, dass ich das erwähnen will. Jetzt ist es mir Gott sei Dank noch eingefallen. Sehr schön. Ich weiß leider nicht mehr, wer das geschrieben hat. Grüße die Person an der Stelle nochmal. Ach ja, da muss ich auch nochmal bei mir in dem Phone Guy, den hast du glaube ich auch auf dem Kanal, kann das sein? Vielleicht war der das sogar. Der gibt mir immer nützliche Tipps. Danke nochmal dafür. Ich schreibe vielleicht immer war relativ viel bei mir drunter. Ari, du kannst ja Sanity nochmal hoch machen. Da verbrauchst du ja auch Nahrung bei und da kannst du dann vielleicht was essen. Ja.